Und es ist mir jetzt ein Vergnügen, die ersten drei Projekte aus unserer Ausstellung hier anzukündigen. Die Ausstellung hinteren Teil des Raumes hat unterschiedliche Projekte. Es gibt aber sechs, die sind mit so einem Flyer, Fahne, mit einem Schild kenntlich. Und das sind sechs Projekte, die über den Prototype Fund Open Hardware gefördert wurden und die sich hier heute auch ein bisschen eingehender vorstellen werden. Wir machen das jetzt so. Die erste Runde sind drei Projekte hintereinander weg. Ich werde sie einmal auch gleich kurz ankündigen und dann haben wir wieder die Möglichkeit, mit den Projekten hier auf der Bühne nochmal in den Austausch zu kommen und ich würde euch bitten, einfach weiterhin hier über den QR-Code und das Tweetback vielleicht schon während die Projekte sich vorstellen, einfach eure Kommentare oder Fragen mit einzugeben. Gerne auch, ihr helft mir, wenn ihr sozusagen das Projekt oder die Person, die ihr ansprechen möchtet, da schon vorne in eurem Kommentar oder in der Frage erwähnt, dann ist es leichter, das im Nachgang so sehr direkt zu adressieren. Also, wir steigen jetzt ein hier mit dem Fokus von den Projekten einmal offene Infrastrukturen für die Zivilgesellschaft und wir haben hier drei Projekte, die sich kurz vorstellen. Einmal Heißdampf für mobile Küchen mit André Riesler, einmal mit dem Laser for DIY, niedrigschwellig Platinen erstellen mit Andreas Kahler und durch das Open Micro Lab Pilze erforschen und produzieren mit Felix Marten. Und ich freue mich jetzt als allererstes, André direkt auf der Bühne begrüßen zu können. Wir freuen uns auf deinen Impuls. Hallo, scheint an zu sein. So, portabler Heißdampf-Geschirrspüler ist der Name, der es denn geworden ist für unser Projekt. Ich habe im Verlauf des Projektes auch ein paar neue Erkenntnisse gewonnen, zum Beispiel, dass ein Geschirrspüler, der erste Geschirrspüler 1886 entwickelt wurde, und zwar von der Frau Josephine Cochrane in den USA. Es war dann so, dass sie letztendlich ein Problem erkannt hat für sich. Sie war wohlhabend und hatte Bedienstete und die haben oft Geschirr fallen lassen und das hat ihr nicht gefallen. Dann hat sie angefangen, selbst abzuwaschen, das wurde zu viel und dann hat sie eben gedacht, das muss auch besser gehen und hat dann einen einfachen Geschirrspüler entwickelt mit Hilfe eines Mechanikers. Genau. Auch für mich gab es ein Problem, weshalb ich mich mit Geschirrspülern auseinandergesetzt habe. Bin Teil von einem Küchenkollektiv, von einem mobilen Küchenkollektiv. Hier wurde gerade gesagt, dass Open Hardware Arbeit ist politische Arbeit, unser Küchenkollektiv macht auch politische Arbeit. Wir kochen für Veranstaltungen, die eher mit vielen Menschen zu tun haben, die zivilgesellschaftliche Prozesse unterstützen, die unterstützen da, wo Not ist. Diese Küchen sind dann auf Festivals oder in Camps. Genau. Ich hatte so eine Art Erweckungserlebnis. Ich bin auch mit verschiedenen anderen Gruppen unterwegs, die miteinander vernetzt sind. Und ich war bei der Klimakonferenz in Madrid 2019. Wir haben gekocht für den Sozialkongress, der parallel zum offiziellen Teil stattfand. Und da ist hier eine Situation auf dieser Folie zu sehen. Eine klassische Situation, vielleicht kennen einige das, wenn ihr schon mal auf solche Situationen getroffen seid. Mobile Küchen bauen die Zelte auf, haben große Töpfe, große Brenner, machen Unmengen an Essen. In dem Fall hier, was ich hier aufzeige, waren es dann 500 bis 1000 Essen pro Tag.
Und dann muss danach das Geschirr abgewaschen werden. Das Geschirr ist im Sinne unseres Tuns natürlich im nachhaltigen Sinne wiederverwertbar. Und es sind Teller hier aus Kunststoff. Wir hatten am ersten Tag Besuch vom Hygieneinspektor und er hat gesagt, dass die Art abzuwaschen nicht geht. Dort sind also üblicherweise drei große Becken hintereinander und in diesem Becken wird dann eben vorgespült, hauptgespült und danach gespült und dann sollte es getan sein. Trotz großer Anstrengungen ist es eigentlich bei allen, die das so machen, allen Küchen, die ich so kenne, kostet es große Anstrengungen, das hygienekonform zu machen, weil man muss immer ständig Wasser wechseln und ja, ich habe dann das erste Mal so ein Aha-Effekt gehabt, wie wäre es denn, wenn man mit einem Geschirrspüler vor Ort, mit einem mobilen Geschirrspüler vor Ort, das Problem lösen könnte. Damit trug ich mich ein bisschen rum, habe mit anderen Leuten, anderen Küchenleuten gesprochen und letztendlich bin ich mal zum Wissenschaftsladen in Potsdam und habe dort Hilfe bekommen von ein paar Leuten. Und wir haben uns dann mit dem damit beschäftigten Prototyp zu entwickeln. Die erste Idee war, uns an einem Gastro-Geschirrspüler zu orientieren. Also Industriegeschirrspüler funktionieren so, dass sie mit Hilfe von hohen Temperaturen und Druck Wasser in einem Spür bewegen und durch die hohen Temperaturen und den Zusatz von Reinigungsmitteln das Geschirr sauber bekommen. Zu Hause ist es anders, da funktioniert es über die Zeit. Da wird also mit niedrigen Temperaturen, aber eine längere Zeit das Geschirr gewaschen. So, und dieser Industriegeschirrspüler, den wir uns als erstes vorgenommen haben, ist ein relativ komplexes Gerät. Wir haben es auseinandergenommen, wir haben geguckt, was für Teile könnten wir so ersetzen, dass das nicht mehr zwingend an Wasseranschlüsse und an Stromnetz angeschlossen werden kann und damit mobil ist. Es sind da Druckpumpen drin, Schläuche, Arme, die Wasser versprühen und haben dann nach einem Prozess aber gedacht, das ist noch zu kompliziert. Wir sind darauf gekommen, dass es eigentlich das viel besser ist, die Komplexität daraus zu nehmen, die Komplexität zu reduzieren und viel einfacher zu denken. Das war ein bisschen vielleicht wie eine Blockade, weil man orientiert sich an dem, was jetzt da ist. So, am Ende ist jetzt ein Prototyp zu sehen, der wirklich sehr, sehr einfach ist und der sich an den Bedürfnissen dieser Küchen orientiert. Diese Küchen sind, wie schon gesagt, modular und mobil. Es geht darum, die Sachen transportabel zu machen, stapelbar zu machen, auf geringem Raum Sachen zu lagern und so haben wir letztendlich einen einfachen Kessel gefunden, der wird mit Gas betrieben, mit Propangas. Es ist theoretisch auch möglich, den mit Feuer zu betreiben, wenn man die Quelle unten drunter hat. Es gäbe da so Prinzipien, Pyrolyseöfen, die da funktionieren könnten. In diesem Behälter, in diesem Kessel gibt es einen Korb, in den kommt das Geschirr, es gibt eine Zuleitung, Ableitung. So, und das eigentliche Grundprinzip ist, wir arbeiten eben mit Heißdampf. Heißdampf ist das gasförmige Resultat, was aus dem Wasserdampf entsteht. Wasserdampf haben wir recht schnell. Das beginnt also bei 80 Grad, dass aus Wasser Wasserdampf wird. Und man spricht auch vom Nassdampf und in einer Mischphase von Nassdampf und Heißdampf wäre also der optimale Effekt da, dass das Geschirr durch die Einwirkung
von den Wasserdampfmolekülen sauber wird. Und wir kommen dann auch sogar ohne irgendwelche Spülmittel aus, die dadurch, dass die Moleküle auch in kleinste Lücken auf der Oberfläche eindringen und da Fette und Wachse und was auch immer lösen. Und und plötzlich wird alles ganz einfach, in unserer Vorstellung zumindest. Und genau, so. Herzlichen Dank. Ich danke auch, genau, es reicht. Applaus für den... Für den portablen Heißdampfgeschirrspüler, genau, kannst du wieder hinlegen. Wir machen einfach weiter mit dem Laser for DIY und sind auf den nächsten Impuls gespannt und nach dem dritten finden wir uns nochmal zusammen. Bitte, an Andreas. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Andreas Kahler. Ich bin vom Vorstand beim FabLab München. Und ich stelle euch heute das Projekt Laser for DIY vor. Richtig ausgesprochen übrigens, sehr gut. um was geht's? Wir haben ein Gerät entwickelt, mit dem man Elektronikpartien herstellen kann, zumindest prototypisch. Das macht man typischerweise mit einem Ätzverfahren oder mit Isolationsfräsen. Beide Verfahren haben Nachteile. Bei einem typischen Ätzverfahren, also diese Chemikalien, die verwendet werden, ist eigentlich nichts, was man in einem Umfeld wie in unserem, also das heißt in einem Makerspace, in einem FabLab verwenden will. Die Resultate sind dann irgendwie so eine Kupferlösung, die dann irgendwie auch umweltgiftig ist und schlecht zu entsorgen, will man auch nicht haben. Der Ansatz von so einem Lasergerät ist, dass man mit Hilfe eines Lasers die Kupferschicht von so einer Elektronikplatine direkt abträgt. Also so eine Platine sieht man hier so auf der rechten Seite. Das ist halt eben Kupfer und diese Bahnen hier, da wurde das Kupfer entfernt und da entstehen dann leitfähige Bahnen, die dann eben die Grundlage dienen für elektronische Schaltung, wie in jedem Elektrogerät, in eurem Handy tausendfach vorkommen. Das Gerät sieht so aus wie links. Wir haben es auch hinten stehen, könnt ihr euch nachher gerne nochmal genauer angucken. Was dieser Verhau, sage ich jetzt mal, den ihr da seht, das ist die eigentliche Laserquelle. Die wäre im normalen Betrieb mit einem Schutzblech abgedeckt. Aber praktisch, um das zu erklären, wie das funktioniert, ist das hier offen und hinten in unserem Gerät auch. Um zu erklären, warum wir das eigentlich gemacht haben, mal kurz, wo wir herkommen, wer wir sind. Also wir sind der FabLab München e.V., wir sind ein eingetragener Verein, wir sind gemeinnützig und wie der Name schon sagt, wir betreiben in München ein FabLab. Also eben eine offene Werkstatt. Wir sind fast 400 Leute, die in diesem Verein organisiert sind und wir bündeln im Prinzip unser Geld, unser Wissen, unsere Zeit, um eben gemeinsam eine Werkstatt zu haben, in denen wir arbeiten können. Das Besondere an einem FabLab ist ein Fokus auf digitalen Produktionsmethoden. Das heißt, wir machen nicht nur Handwerkszeug, sondern wir haben eben 3D-Drucker, wir haben Lasercutter, wir haben CNC-Fräsen, wir machen Elektronik und noch vieles mehr. Und die Idee von einem FabLab ist eben, diese modernen Produktionsmethoden in die Hand von jedermann zu geben. Jeder soll die Chance haben, diese Produktionsmethoden für sich zu nutzen, für eigene Projekte. Und das ist aber nur ein Teil. Also man kann zu uns kommen und diese Geräte nutzen, aber da steckt natürlich noch mehr dahinter. Großer Teil davon ist Bildung. Wir müssen ihnen zeigen, wie diese Geräte funktionieren, wie man sie anwendet, welche Software dafür braucht. Und so weiter. Wir machen auch relativ viel in Kinder- und Jugendarbeit. Geht es eigentlich um dieselben Themen. Wir machen auch viel mit diesen Geräten, die ich da jetzt aufgezählt habe, auch mit Kindern und Jugendlichen. Aber es geht halt irgendwie auch größer gedacht insgesamt um MINT-Bildung. Was wir jetzt darüber hinaus machen, ist, wir machen Forschungsprojekte und speziell beschäftigen uns wir mit der Entwicklung
von Open Hardware Produktionsmaschinen, so wie unser Laserfall DIY-Gerät. Und ein Open Hardware ist ein wichtiges Thema für uns als FabLab. Peter hat freundlicherweise das RepRap-Projekt vorher schon so schön eingeführt, da kann ich mich jetzt gleich dran anhängen. Denn das RepRap, also im Prinzip 3D-Druck, ist ein tolles Beispiel dafür, wie das ein FabLab überhaupt erst ermöglicht. Wenn man mal so 15 Jahre zurückdenkt und sich da einen 3D-Drucker kaufen wollte, haben wir festgestellt, so ein Ding kostet mindestens 25.000 Euro. Und das ist natürlich jetzt nichts, was man sich als Privatmensch kauft. Und selbst als FabLab, zumindest irgendwie so eins wie wir, so als Community-Event, sage ich mal, wo jetzt irgendwie keine große Firma oder Organisation dahinter steht, also auch kein kleines Budget hat, ist das was man sich halt nicht unbedingt leisten kann. Das heißt, damals 3D-Druck war eine Sache für Universitäten, für größere Firmen, aber nicht für jedermann. Das RepRap-Projekt, das hat das aber grundlegend geändert. Ja, also das ist ein Projekt, das an der Universität gestartet, da haben sich aber schnell eine Community drum entwickelt und das hat dazu geführt, dass das Gerät auch schnell sehr viel besser wurde, sehr schnell an die Industriemaschinen rankam und aber auch die ganze Sache deutlich günstiger gemacht hat. Und wenn man sich heutzutage anschaut, so ein 3D-Drucker kostet 250 Euro, also das ist ein Hundertstel von dem Preis von damals. Und das hat natürlich sehr viele Sachen erst möglich gemacht. Ja. Und für uns als FabLab ist halt dann auch noch wichtig, wir wollen mit der Technik experimentieren, wir wollen wissen, wie es funktioniert, wir wollen es modifizieren können. Und das funktioniert eigentlich halt nur, wenn ich da Pläne zu habe, also wenn ich eine offene Dokumentation habe. Und auch eine ganz wichtige Sache, ich will es selber reparieren können, auch wieder eine typische Sache von Open Hardware. Das Gerät an sich ist modular aufgebaut. Ich gehe jetzt hier nicht so in die technischen Details. Wer sich dafür interessiert, kann gerne nachher noch bei uns am Stand vorbeischauen. Aber das sind mehrere Module, die auch unabhängig voneinander dokumentiert und verwendbar sind. Links oben ist die eigentliche Laserquelle. Die könnte man zum Beispiel auch in der Bildung im universitären Umfeld verwenden. Rechts oben ist ein XY-Tisch, also eine Mechanikkomponente, die in allen möglichen Maschinen Einsatz finden könnte. Darüber hinaus haben wir noch Elektronik entwickelt. Links unten ist ein sogenannter Tech-Controller, das ist im Prinzip eine genaue Temperaturstabilisierung, die wir brauchen, um unsere Laserquelle genau auf der richtigen Temperatur zu haben. Dann ein Diodentreiber, ist ein spezialisiertes Netzteil. Und auch ganz wichtig, wir haben ein Sicherheitsgehäuse, also es ist ein Gehäuse, das uns erlaubt, das ganze Gerät dann eben auch sicher in unserem Umfeld, also in einem FabLab zu betreiben. Und genau, diese ganzen Komponenten sind eben Open Hardware und können auch unabhängig voneinander eingesetzt werden. Genau, durch die freundliche Unterstützung vom Prototype Fund Hardware konnten wir jetzt unsere Dokumentation auf ein Level bringen, dass das dann tatsächlich auch nachgebaut werden kann. Und wir haben jetzt die Beta-Testphase gestartet. Wir haben jetzt zwei Gruppen, zwei Makerspaces, die anhand dieser erstellten Dokumentation dieses Gerät nachbauen. Sie sind noch nicht ganz fertig, aber wir kriegen halt jetzt irgendwie auch Feedback, dass unsere Dokumentation passt. Werden die dann hoffentlich auch noch weiter verbessern. Aber wenn die damit fertig sind, haben wir sozusagen den ersten großen Meilenstein geschafft und das Open Hardware Projekt hat sich erfolgreich repliziert. Wer sich noch dafür interessiert, wie gesagt, mein Kollege und ich stehen hinten noch am Stand. Freue mich auf nette Gespräche und danke für eure Aufmerksamkeit. Danke dir. Herzlichen Dank. Und unser letzter Input für diese erste Runde ist das Open Micro Lab. Und ich freue mich, dass Felix uns das vorstellen wird. Wir sind gespannt auf deinen Impuls. Ja, ich bin Felix und das hier ist... Hallo, ich bin Felix. Genau, wir sind also so ein Team. Irgendwie haben das ja zusammen so in einer Gruppe von 7 Leuten gemacht. Und genau, ich fange mal an jetzt. Genau.
Also worum geht es bei uns? Wir haben ein mobiles Pilzlabor für den Einsatz im ländlichen und schwer zugänglichen Gebieten gebaut, beziehungsweise wollen es noch bauen, ist noch nicht ganz fertig, aber es sieht schon ganz gut aus. Genau. Nächste Folie. Warum Pilze? Pilze ist gerade ein Top-Thema. Also ihr habt sicherlich bestimmt, kennt auch jemand, der gerade ein Pilzprojekt hat oder was davon erzählt hat. Sie sind halt, wir besinnen uns jetzt immer mehr, also auch in der also im Zuge der Nachhaltigkeitsdiskussion, auf die Möglichkeiten, die Pilze uns bieten. War lange Zeit sehr vernachlässigt. Sie sind überall und ganz wichtig im Kreislauf. Sie zersetzen alles irgendwie und stellen dann die Grundlage für neues Leben bereit. Genau, und auch jetzt ist schon, finden Sie Anwendung in ganz vielen Bereichen. Wir haben hier zum Beispiel in der Medizin, da möchte ich das Beispiel von Penicillin nennen, worauf ich auch später noch mehr eingehen werde, also Antibiotika. Und das war auch eines der Gründe, warum wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, weil ein Kollege, der auch mit im Team ist, der leider heute nicht hier ist, weil er in Indien Feldforschung machen muss, der beschäftigt sich mit dem Thema Antibiotikaresistenzen. Genau, und das heißt, eine Herausforderung, vor der wir stehen dann wieder demnächst, ist, dass das Penicillin oder die Antibiotika nicht mehr wirken werden und wir was Neues uns ausdenken müssen. Und das war sein Punkt, da anzuknüpfen. Genau, des Weiteren gibt es natürlich viele medizinisch nutzbare Pilze, die vor allen Dingen in Asien schon eine große Bedeutung haben, aber auch jetzt hier bei uns zunehmend. Genau. Die Nahrungsmittelproduktion ist klar, also wir haben alle schon mal Pilze gegessen. Das ist übrigens für mich so ein Anknüpfungspunkt gewesen. Ich mache so ein alternatives Landwirtschaftsprojekt und habe gleichzeitig so eine kleine Firma für Baumpflege, wo wir permanent sozusagen Holz als Abfall haben. Es wird dann bei vielen Betrieben so meist kostenpflichtig entsorgt und nass verheizt in großen Kraftwerken, was halt auch so mega ineffizient ist. Dabei kann man eigentlich diesen Rohstoff 1:1 umsetzen in Nahrung und hat danach noch besten Dünger, Kompost. Werkstoff haben wir bestimmt auch schon alle gehört. Also zunehmend wird mit Myzel als Werkstoff. Myzel ist der eigentliche Pilz. Was wir als Pilz kennen, ist oft der Fruchtkörper. Also das Myzel, dieses Netzwerk von weißen Fäden, was sich zusammen verdichtet und ein Material bildet mit verschiedenen Eigenschaften. Genau, und das wird damit wird experimentiert als Textil, als Bauwerkstoff oder auch als, wie war das mit diesen Platinen, ne? Als für Mikrochips oder so, als Unterlage, was wir gerade gehört haben mit der Kupferplatte, das nicht aus Kupfer, sondern aus Myzel. Genau. Und noch ein ganz wichtiges Thema, womit wir auch in unserem Projekt anknüpfen wollen, die Reinigung von Böden, chemischen Überkonzentrationen. Da ist das Stichwort Bioremediation, also Zersetzung von chemischen Überkonzentrationen, toxischen Bodenverseuchungen. Genau. Genau, was sind noch so Problemstellungen, die wir adressieren? Also wir haben uns natürlich als Gruppe auch beschäftigen und sich schon viele auch lange mit Pilzen und die Frage ist, wo geht das alles hin? Und wir haben ja schon auch stark durch Asien schon lange geprägt und jetzt bei uns auch immer zunehmend mehr vorhanden, so eine industrielle Pilzproduktion als Nahrungsmittel. Das heißt, es sind so Fabriken, da werden dann einzelne Pilze in Monokulturen angebaut, unter hohem Energieaufwand, also in hermetisch abgeriegelten Gebäuden mit ganz bestimmten Wachstumsparametern, einer bestimmten Temperatur, die gehalten werden muss.
Und dann immer wieder unter hohem Einsatz von Chemikalien, weil das immer wieder sterilisiert werden muss, die ganzen Räume. Genau, das ist für uns problematisch, weil es halt auch wieder die gleichen Paradigmen wie die sonstigen Monokulturen in der Landwirtschaft reproduziert. Also ja, Monokulturen, diese ganze Diversität an Lebewesen wird gar nicht genutzt und es ist immer das Gleiche halt mit, genau, mit den Risiken auch, die damit verbunden sind und mit der Vernachlässigung und der anderen Strains oder Pilzsorten. Genau. Und dann haben wir das eigentlich, wo Pilze so stark sind, also als Teil von Kreisläufen, wird dadurch halt gar nicht verwendet. Also, sage ich mal, ein weiteres Beispiel aus Indien, wo der Kollege Feldforschung macht, ist die Produktion von Reis. Also der Reis wird angebaut, wird geerntet, die Ähren sozusagen werden abgenommen und es bleibt Reisstroh übrig und das wird gängigerweise in Indien verbrannt, dann einfach, um einfach nur um Platz, also nicht thermisch verwertet, sondern einfach angezündet, um das Feld wieder freizukriegen. Genau. Im Gespräch vorhin mit jemandem kam auch raus, dass es bei uns früher auch so war, also mit Kartoffeln. Die Reste von den Kartoffeln wurden einfach verbrannt und wurden nicht weiter genutzt. Und wir möchten jetzt eigentlich gerne direkt da hingehen und diese ganzen Abfälle direkt vor Ort verwerten, also in kleinen Kreisläufen, und möchten mit unserem Open Mycolab quasi die Infrastruktur dafür bereitstellen. Genau. Zum einen, um lokale Nahrungsmittel anzubauen, zum anderen, um die verschiedene Variationen von Pilzen einzusammeln und in einer Mykothek zusammenzuführen. 2 Minuten noch, ja? Okay, danke, das war sehr gut. Genau. Also hier nochmal der Ansatz, der dazu führt, das Open Mycolab bietet alle technischen Voraussetzungen für eine niedrigschwellige Low-Tech-Kultivierung. Wir haben ja also eine Hightech-Zelle, die den ganzen weiteren Ablauf Low-Tech ermöglicht. Genau. Und haben auch damit haben wir aber gleichzeitig auch die Möglichkeiten, Forschung zu machen, die wir dann wieder zentral zusammenführen können und für uns alle nutzbar machen können. Ja. Kurz noch zu der Infrastruktur des Containers. Also es ist im Wesentlichen ein Reinraum, der durch eine Schleuse von der Außenwelt abgetrennt wird. Diese Trennung zu der kontaminierten Luft, die ja im Endeffekt immer um uns herum mit Pilzen, Sporen, Viren besetzt ist, wird erreicht durch die Filterung, durch einen HEPA-Filter, der an der Schleuse verbaut ist. Des Weiteren wird Container und Schleuse gereinigt durch UVC-Licht. Also es sind so Lampen, die man, wenn man nicht drin ist, natürlich nur anschalten kann und dann wird gereinigt. Außerdem ist es notwendig, mit Alkohol ab und zu die Oberflächen zu reinigen. Genau, es ist aber nicht nur ein Pilzlabor, sondern es kann auch weiterhin als anderes Labor benutzt werden, zum Beispiel medizinisches Labor. Und durch seine hohe Mobilität ist denkbar, es in Krisengebieten einzusetzen, wo, wie zum Beispiel jetzt mit dem Erdbeben in der Türkei, auf einmal die gesamte Infrastruktur ausfällt. Genau, und aber ja gerade medizinische Infrastruktur dann also ganz wichtig wird auf einmal und eine hohe Kapazität notwendig ist. Ja, sowas gibt es zwar schon, also so mobile Labore, die sind aber sehr, sehr teuer und ja, es gibt nur vereinzelt sowas. Also was hat denn die Bundeswehr oder so oder das Technische Hilfswerk? Das kostet 1 Million. Genau. Und ich denke, als sowas könnte das zum Beispiel auch genutzt werden. Genau, das ist unsere Vision. Also ein zentrales Netzwerk aus Laboren, genutzt für Nahrungsmittelproduktion vor Ort, Forschung. Gemeinsame Forschung und im Erstellen einer weltweiten Mykothek und die zur Verfügungstellung dieser Mykothek auch. Ich wollte auch noch was zu Open Source sagen, aber ich glaube, da ist jetzt die Zeit nicht so. Achso, wer sind wir? Community-Projekt aus dem Biopunk-Netzwerk. Genau, das ist so ein relativ
schnell wachsendes und vitales Netzwerk aus Leuten, die sich für biochemische Prozesse begeistern, genau. Und wir als Schöner Land e.V., das ist dieses regenerative Landwirtschaftsprojekt, wir haben sozusagen, wir tragen jetzt dieses Projekt des Containerbaus. Okay. Vielen Dank. Gerne. Ihr könnt direkt oben bleiben. Setzt euch einfach mit hin. Genau, kommt kurz mit mir hierher und Andreas und André kommt auch noch kurz mit auf die Bühne. Und ans Publikum, wenn wir können, vielleicht kannst du mir diesen Klicker noch kurz geben, dann zeige ich euch noch oder gehe ich einfach noch mal kurz zu dem QR-Code. Jetzt schauen wir mal, ob er da kommt, genau. Und aber ein paar Fragen sind auch schon eingegangen. Also was ihr uns mitgegeben oder gezeigt habt, ist so ein Stück weit Infrastruktur für Infrastruktur zu bauen. Also ein Stück weit diese auf der einen Seite Selbstermächtigung, aber ihr, Felix, habt ja jetzt aufgehört mit diesem, was wäre, wenn wir diese Maschinen auch zusammenschließen oder eben dort eine größere Struktur daraus entsteht. Und sag ich mal, einzelne Fragen, die hier über das Tweetback eingegangen sind, gehen eigentlich auch der Idee nach, warum gibt es, sag ich mal, in bestimmten Nischen Open Source Hardware, aber in anderen Mainstream-Nischen sozusagen viel weniger. Es war nach deinem Input sozusagen dass die Frage nach Spülmaschine und Waschmaschine. Es gibt ja auch Waschmaschinenprojekte in dem Bereich. Aber gibt es da für euch konkrete Ideen, wie ihr skaliert, wie ihr sozusagen, natürlich muss es erstmal ne, durchgebaut werden, habt ihr ja auch alle schon irgendwie gezeigt, aber was sind sozusagen für euch die nächsten Möglichkeiten, in diese Vernetzung zu denken? Und auch in diese, was du ja sehr gut gesagt hast, in diese Cross-Fertilization, also die Möglichkeit, Synergien eigentlich zwischen diesen Projekten zu schaffen und zu sagen, wir können für die Platine irgendwie einen Untergrund herstellen, da gibt es eine Möglichkeit, nochmal über den Tellerrand zu schauen. Naja, also die Waschmaschine hätte ich auch gerne. Wir haben auch das Problem halt. Also ist echt, wäre gut. Ist natürlich jetzt, da ich ja von unserem Projekt das gesehen habe, es ist halt sowas dann mal nachzubauen eben, ist halt trotzdem ein hoher Materialaufwand und ein hoher, also man muss sich ja reinfuchsen irgendwie. Also ist natürlich, bleibt immer ein Projekt. Deshalb wäre es eigentlich schön, das auch als Bausatz einfach nur übernehmen zu können, ne? Wie man sich selber nochmal das alles wieder erarbeiten muss. So. Das ist ja dann, wenn man das einfach nur braucht und jetzt nicht als Hobby quasi machen will, ist natürlich eine Dokumentation schön, aber dann wäre es halt auch schön, Bausätze zu haben eigentlich, um genau, damit man halt schnell zum Ziel kommt, irgendwie das nutzen zu können. Macht ihr sowas dann, oder? Also ich würde da nochmal zurück auf das gehen, was ich so ziemlich zum Ende gesagt habe. Letztendlich war das auch ein Lernprozess bei uns, dass wir gemerkt haben, dass das Wichtige ist, eine Methode aufzuzeigen, wie man es macht und dass die Werkzeuge, die Werkstoffe, die Dinge, die dafür gebraucht werden, dass die leicht zugänglich sind. Und dass es vor allen Dingen darum geht, dass das sehr leicht zu verständlich ist, sehr leicht verständlich ist, sehr leicht nachzubauen ist, leicht zu reparieren ist. Alles muss sofort ersichtlich sein. Das ist ein bisschen so ein Mantra geworden für uns, dass wir also die Komplexität da rausnehmen und dass es eigentlich keine Bausätze in dem Sinne braucht, weil viele Sachen gibt es. Also es reicht eigentlich eine Liste und eine Bezugsquelle bei vielen Sachen und die müssen dann auf eine bestimmte Art zusammengesetzt werden. Das ist so eins der Hauptziele, was sich herausgestellt hat bei uns. Ja.
Also hier sind einige Fragen mit dabei, die lasert das schon, wäscht das schon oder dampft das schon, beziehungsweise was wollt ihr konkret für Dinge in eurem Container anbauen oder in dem Labor? Und ich nehme da einfach mit, also was ist notwendig, damit es wirklich funktioniert? Und auf der anderen Seite einen Zugang bietet für Menschen, die sich bisher damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Auch für euch als Rahmenbedingungen. Also was wäre jetzt wichtig neben so einem, jetzt gibt es einen Prototype Fund, aber damit es wirklich funktioniert, also damit wirklich da eine Verlässlichkeit rein, was braucht es für Rahmenbedingungen, was ist notwendig als nächster Schritt und wie kann man Leute, für die das echt, sage ich mal, Neuland bis hin zu eine eigene Sprache eigentlich bedeutet, die ihr sprecht, wie kann man die auf diesem Weg dieser Einbettung mitnehmen? Ideen? Also bei uns im Projekt kann man eigentlich schön sehen, dass es Gemeinschaften schon gibt, die einfach fasziniert sind zu speziellen Themen. Hier Thema Pilze, Thema Pilzlabor, die Piopunks-Gruppe, aus der ich jetzt auch stamme. Also gibt es ganz viele Leute, die Lust haben und genauso glaube ich, dass im Kontext vom Fab Lab, sodass ich glaube, wenn Menschen zusammenkommen, die Lust haben, was zu machen, dann kann das entstehen und das ist wunderschön, dass da so eine Bewegung und so eine Dynamik dahinter ist. Also ich nehme mit eine Motivation auf der einen Seite, aber dann diese krasse Übersetzungsleistung und irgendwie dieses, wie komme ich eigentlich dahin, dass wir nicht nur bauen, sondern dass es wirklich, ich sage jetzt mal, auch marktfähig irgendwie wird und auf der anderen Seite Menschen erreicht, die eben vielleicht gar nicht mehr Teil dieses Bauprozesses oder Konzeptionsprozesses sind, sondern die interessiert sind daran, dass es funktioniert und irgendwie ihnen ein Problem löst. Also es wäre halt definitiv wünschenswert, wenn dieser ganze Open-Hardware-Gedanke halt dann auch sich weiter mit der Wirtschaft verknüpft, ja, dass ich sage, ich finde jetzt dieses oder jenes Projekt super, aber ich habe jetzt nicht die Zeit oder ich will mir das jetzt irgendwie nicht selber zusammenbauen. Ich hätte auch gerne die Möglichkeit, dass ich mir das einfach kaufe. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass es da eine offene Dokumentation gibt, dass ich das vielleicht mal selber reparieren kann oder um auch nur irgendwie, sagen wir mal, den Gedanken irgendwie zu fördern. Also ich selber würde es sehr wünschenswert finden, wenn es irgendwie viele von diesen Open-Hardware-Projekten, von diesen Open-Source-Hardware-Projekten auch einfach kommerziell geben würde, dass ich sage, ja, ich würde mir schon irgendwie ein paar Sachen auch selber bauen, aber es muss ich ja nicht vielleicht für alles machen und auch ist ja auch nicht unbedingt für jedermann, sagen nicht jeder will sich die Sachen selber zusammenbauen, aber die sollten halt dann trotzdem irgendwie die großen Vorteile von dem System haben. Vielleicht als Checkout für euch, was würdet ihr machen, wenn das, was ihr gerade baut, auf dem Markt wäre, funktionieren würde, ihr müsstet euch nicht mehr drum kümmern, das Ding läuft. Was wäre das nächste Projekt? Was wäre die nächste Stufe? Na, weiterbauen. Ich fange mal mit dir an, genau. Also weiterbauen, das nächste Ding sozusagen. Ne? Also bei uns quasi, wir würden wahrscheinlich so einen großen Autoklav bauen, irgendwas, sowas, womit man viel Substrat sterilisieren kann. Ich denke, die anderen hätten bestimmt auch andere Sachen, diese bauen. Also einfach Sachen bauen, die das Leben leichter, besser machen. Und ich denke, damit sowas funktioniert, was die Frage jetzt war, abseits von so Förderstrukturen, ist es, glaube ich, ein genereller Paradigmenwechsel, wie wir leben und wie wir verwerten. Nicht? Ich meine, das ist alles immer diese kapitalistische Verwertungslogik. Und jetzt der Versuch auch dieser Open-Source-Bewegung, sich sozusagen damit reinzumischen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil da geht es doch immer nur darum zu verkaufen und skalieren und Geld rausschlagen. Und mein Vorschlag wäre, also ich, so wie ich das verstehe, ist eigentlich die Open-Source-Bewegung gleich benachbart mit dem Grundeinkommen. Also dass wir alle unseren Wohlstand einfach teilen und auch das, was das Leben bereichert, teilen.
und dadurch eigentlich dann so einen Vorteil haben. Und ist natürlich sehr schwer zu machen, jetzt wo unser ganzes System so durchdrungen ist von Geld und akkumulieren. Aber das wäre mein Vorschlag irgendwie, um rauszukommen. Großes nächstes Projekt. Ja, naja, mal sehen, ob wir es erleben, wahrscheinlich nicht. Ne? Kann man nur gemeinsam schaffen. Ja. Was mit dir, André? Heißdampf ist schon etabliert, wir nutzen es irgendwie alle. Ja, was wäre das Nächste? Ich habe das Gefühl, da ist noch viel rauszuholen. Als Nächstes müsste man es dann vielleicht ein bisschen skalieren, weil es gibt ja auch, man könnte es größer bauen und was auch immer. Nein, ich kann es noch nicht sagen, ich lasse alles auf mich zukommen. Werden immer neue Projekte passieren. Und du? Also für mich stellt sich die Frage nicht, weil ich habe mit dem nächsten Projekt schon angefangen. Wir sind ein Team, wir entwickeln einen Metall-3D-Drucker, Open Hardware natürlich. Aber falls hier jemand noch Anregungen sucht, ich werde zum Beispiel total klasse mal einen Open-Source-Hardware-Waschmaschine oder Wäschetrockner zu haben, die ich dann zu Hause dann auch stehen habe und auch mal selber reparieren kann. Das finde ich super. Danke. Und was mit dir? Also wir haben ja über die verschiedenen Anwendungsbereiche für Pilze gesprochen und was mich persönlich am meisten begeistert, ist eben der Umwelteinfluss, also wie er vorhin meinte, Micromediation und eben da Pilze als Teil von unserer Erde und von unserem Boden einfach zu akzeptieren und wieder zu kultivieren, weil sie einfach wichtige Bestandteile sind und da eben die Infrastruktur, die wir gemeinsam entwickelt haben, weltweit zu nutzen, um eben das anzugehen und unsere Böden wieder fruchtbar zu machen für tolles Essen und für eine schöne Welt. Wunderbar. Neue Mensch-Natur-Beziehung. Vielen Dank an euch alle. Drei tolle Projekte. Schaut sie euch nochmal an. Wir machen jetzt eine Pause. 17.20 Uhr geht es weiter mit einem Fokus auf Open Hardware, Ressourcen erzeugen, wiederverwerten und sparen. Wir setzen sozusagen da an. Stärkt euch kurz. 17.20 Uhr treffen wir uns wieder hier mit den nächsten drei Projekten. Bis dahin, gute Pause.